Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video mit eurem Chronostaff und diesmal auch wieder mit Drash. Hallo erstmal. Hallo. Und diesmal hat Drash uns wieder was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar ein Nachbau der SS Deutschland von 1900. Und Drash wird uns jetzt erstmal hier die allgemeine Einführung geben, während ich das wieder von außen wie gewohnt zeige. Ja, also das hier ist, wie Max schon gesagt hat, ist die SS Deutschland, Doppelschnellschraubendampfer von der Hapag, der deutschen Hapag von 1900. Und sie war ihrer Zeit das zweitgrößte Schiff der Welt nach der Oceanic, die jetzt ja kürzlich erst von Robin rausgebracht worden ist, zufälligerweise. Und aber auch das schnellste Schiff der Welt, weil sie gewann gleich bei ihrer ersten Fahrt, also auf ihrer Jungfernfahrt, gewann sie gleich das blaue Band, welches sie dann auch bis ins Jahr 1903 behielt, durch mehrere Aufenthalte in Werft und Trockendocks wegen Reparatur- und Umrüstungsmaßnahmen, hat sie dann in der Zwischenzeit aber das blaue Band dann erst an die Kronprinz Wilhelm verloren. Und nachdem sie wieder fertig war und für den Dienst bereit, hat sie es dann gleich wieder zurückgewinnen können und dann bis 1906 behalten, bis dann die Lusitania kam, wo bekanntlich ja dann zu ihrer Zeit das schnellste Schiff der Welt war. Ja. Das Schiff war halt auch auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, was Ziel war der Konstruktion der Deutschland, aber leider sich im Nachhinein auch als das größte Problem dieses Schiffs herausgestellt hatte. Nämlich gleich bei der Jungfernfahrt ist klar geworden, dass bei hohen Geschwindigkeiten über 17 Knoten der gesamte Schiffsrumpf angefangen hat, extrem stark zu vibrieren aufgrund der starken Leistung der zwei Hauptmaschinen. Und das war dann wohl so unangenehm für die Passagiere, dass es ihr den gehässigen Beinamen The Cocktail Shaker noch eingebracht hatte. Dadurch wurde die Deutschland dann halt beim Erste-Klasse-Publikum extrem unbeliebt, weswegen es da auch schwierig war, genug Passagiere immer an Bord zu kriegen. Ihren Dienst als Transatlantikliner versah die Deutschland dann bis 1910, wo sie dann zum größten Kreuzfahrtschiff ihrer Zeit umgebaut worden ist und dann zu Victoria Luise umbenannt wurde. Mit der Victoria Luise fuhr die Hapag dann mehrere Jahre bis Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschiedenste Kreuzfahrten, darunter auch mehrere Weltreisen. Und im Ersten Weltkrieg sollte sie dann eigentlich zum Hilfskreuzer umgebaut werden, wie jetzt zum Beispiel die Schiffe der Kaiserklasse es auch widerfahren hatten. Problem war nur, dass durch ihren Umbau in ein Kreuzfahrtschiff die Maschinenanlage nicht mehr effektiv genug war und während den Umbaumaßnahmen ist dann auch noch ein Feuer ausgebrochen und bei den Löschmaßnahmen wurde das Schiff dann so ruiniert, dass man gesagt hat, die Umbaumaßnahmen werden eingestellt. Und das Schiff war dauerhaft in Hamburg im Hafen gelegen. Das ging dann bis Ende des Ersten Weltkriegs und der Zustand wurde dadurch einfach nur noch schlechter, weil es so lange gestanden war, dass die Siegermächte kein Interesse daran hatten, die Deutschland als Kriegsbeute zu übernehmen, weswegen die Deutschland dann weiter im Besitz der Hapag blieb und der größte Passagierliner nach dem Ersten Weltkrieg im Besitz Deutschlands war. Das hat die Hapag dann versucht zu nutzen, hat die Deutschland umkonvertiert in ein reines Auswandererschiff und sie in Hansa umbenannt, also zum dritten Mal umbenannt, zum dritten Mal benannt. Und als Hansa ist sie dann auch weitergefahren bis 1925, wo sie dann abgewrackt worden ist. Ja. Gut, ja, das war jetzt erstmal so die historische Das war die grobe Geschichte. Historie, ja. Was ich noch mit dazu sagen kann, ich meine, du hast ja schon gesagt, sie wurde zu Hansa umbenannt und war Auswandererschiff nach dem Ersten Weltkrieg. Genau. Ähnlichen Job, na, um die Nordatlantikroute hier notdürftig zu bedienen, was für die Deutschen ja nicht mehr so einfach war, weil sie viele Schiffe verloren haben, sind ja auch meine Neuschöpfungen quasi, also zumindest meine neueste Neuschöpfung, auch Teil davon gewesen, und zwar die Burchard, ja, die da rauskommt, die Johann Heinrich Burchard, später als Reliance bekannt mit ihrem Schwesternschiff Resolute, die haben quasi mit der Hansa zusammen erstmal noch so die Nordatlantikroute bedient, bis dann auch diese Schiffe noch Kreuzfahrten gemacht haben, und das kommt dann alles da. Die Hansa hat auf jeden Fall ein bisschen die Stange gehalten für die Hapag.
Genau, also sie war quasi Mitretterin der Habak, sonst hätte es die nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht nicht mehr gegeben. Ja, was jetzt vielleicht auch nicht unerwähnt sein dürfte, Max hat ja jetzt wie immer das Schiff von außen großzügig gezeigt. Der Vortrag ging ja jetzt schon mal recht lang. Da dürfte ja vielen aufgefallen sein, dass Deutschland extreme Ähnlichkeiten vom Aussehen her hat, wie also extreme Ähnlichkeiten mit Kaiser Wilhelm den Großen hat, also dem ersten Schiff der Kaiserklasse, das ja 1897 rausgekommen ist. In Deutschland wurde 1898 in Auftrag gegeben, da sollte man dann schon merken, dass da was im Argen liegt. Und zwar wurde Kaiser Wilhelm der Große auf dem Stettiner Vulkan gebaut, also der Stettiner Vulkanwerft, die damals größte und beste Reederei in Deutschland. Und die Habak hat halt den Erfolg gesehen vom Kaiser Wilhelm der Großen, der ja zum Norddeutschen Lloyd, also zur direkten Konkurrenz der Habak gehörte. Und die Habak hat sich halt damals gesagt, sowas wollen wir auch. Ja, und dann haben sie gesagt, am besten wir beauftragen auch den Vulkan, damit sie hier uns einen Schnelldampfer bauen. Und die haben dann auch gesagt, ja, gerne, machen wir auch. Und statt sich aber jetzt ein komplett neues Design auszudenken, haben sie sich dann einfach nur gedacht, ja gut, wenn das neue Schiff von der Habak den Kaiser Wilhelm den Großen einfach nur schlagen soll, dann nehmen wir doch einfach die Deckpläne des Kaiser Wilhelm den Großen und verbessern die ein bisschen und vergrößern die und machen das Schiff einfach schneller. Und so entstand halt die Deutschland. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Deutschland basiert im Großen und Ganzen auf denselben Grundplänen wie Kaiser Wilhelm der Große und gehört offiziell eigentlich auch zur Kaiserklasse. Was da... Ja. Ja. Also das liegt halt daran, dass von der Deutschland nie ein Schwesterschiff entstanden ist, weil sie eben wegen ihrer schlechten Performance und dem Spitznamen Cocktail Shaker eben ein Standalone-Schiff geblieben ist und die Habak danach entschieden hat, ja, dann lassen wir das mit den Schnelldampfern und wir machen jetzt nur noch in große, luxuriöse und angenehme Schiffe, wie es dann später zum Beispiel Kaiserin Auguste Victoria war, die ja auch Robin gebaut hat, also Rivercraft City. Also das ist sozusagen der letzte Speedliner der Habak. Genau, das hier war der erste und, also nicht der erste, aber es war der letzte Speedliner der Habak, der erste war ja die Augusta Victoria-Klasse. Das war aber auch das einzige Schiff der Habak, das jemals das blaue Band gewonnen hat. Außerdem war die Deutschland auch der erste und einzige Vierschornsteiner der Habak, wie ich gerne sage. ja, und was ich auch gerne sage, sie war die ungeliebte Halbschwester der Kaiserklasse. Und wie Dresch schon gesagt hat, vier Schornsteine ist aber nicht die Titanic. Also wir sehen, es gibt sehr viele Schiffe, die nicht die Titanic sind und die trotzdem vier Schornsteine haben. So, beginnen wir mal die Tour. Ja, genau. Wie immer hier oben auf der Brücke mit separatem Steuerhaus. Weil sie eben den Deckplan von dem Kaiser Wilhelm den Großen geteilt hat, vergleiche ich jetzt gerne die Räume so ein bisschen mit dem Kaiser, um zu sagen, was besser und was schlechter geworden ist. Ich finde, das hier ist halt besser geworden, weil es eine komplett in sich geschlossene Brücke ist. Beim Kaiser ist hier vorne der Bereich offen. Du kannst die Türen offen lassen. Also ja, das ist ja, ja. Hier halt ganz normal Ruderraum. Und hier hinten der Kartenraum. So, und jetzt muss ich dir leider auch wieder einen längeren Vortrag halten, weil zu dem Kartenraum gibt es auch noch eine kleine interessante Geschichte. Hier an der Stelle ist nämlich der erste Kapitän der Deutschland gestorben. Kapitän Adolf Albers. Der ist auch ein paar Monate vor seiner Rente leider verstorben. Also ähnliches Schicksal wie der arme Smithy. und zwar ist der verstorben an einem Herzinfarkt. Infolge eines lang andauernden schweren Manövers, weil die Deutschland in einem schweren Sturm auf der Rückfahrt von Amerika nach Deutschland hat sie ihr komplettes Ruder verloren. Und nicht nur das Ruder, sondern auch der gesamte achterne Steven, also der Teil vom Kiel, der senkrecht nach oben geht und an dem das Ruder befestigt ist, ist komplett rausgerissen worden. Und die Deutschland musste dann komplett mit ihren zwei Schiffsschrauben gesteuert werden, was auch funktionierte. Und es heißt, dass die Deutschland ohne Hilfe und mit eigenem Antrieb nach Hause gekommen ist.
in den Hafen eingelaufen ist und das ganze Manövrieren über die Tage den Kapitän so zugesetzt haben soll, dass er dann an einem Herzinfarkt zusammengebrochen und gestorben ist. In den Armen seines ersten Offiziers, der mit ihm im Kartenraum war. Ja, das ist natürlich, das Schiff fordert einen halt, ne? Ja. So, dann gehen wir hier weiter, gehen wir gerade hier runter. Das hatte der Kaiser zum Beispiel auch noch nicht, also Kaiser Wilhelm der Große. Ich sag jetzt einfach Kaiser oder Kaiser Wilhelm, ja, weil es kürzer ist. Direkte Verbindung von der Brücke hier runter in den Offiziershäuschen. Beim Kaiser ist es ja nur die Kapitänsbereiche unten drunter und die Offiziershäuschen sind irgendwo an Deck. Hier kommen wir zum Beispiel in die Schlafkabine vom Kapitän. Klein, aber fein. Er ist aber auch der Einzige, der hier noch ein separates Wohn- und Arbeitszimmer hat. Komplett getrennt vom Schlafraum. Nicht mal die Passagiere erster Klasse hatten sowas. Der Offizier hatte noch eine relativ große Kabine. Also erster Offizier hatte noch eine relativ große Kabine. Da wird es dann weiter runtergehen zur ersten Klasse. Da gehen wir jetzt aber erstmal nicht lang. Hier wäre dann die Messe der Offiziere gleich gewesen. Also die hätten alles da gehabt. Mhm. Der Kapitän hatte auch noch ein privates Badezimmer, aber das muss man jetzt nicht gleich zeigen. Ja, dann gehen wir hier erstmal wieder raus auf Bootsdeck. In den ganzen Rettungsbooten. Gehen wir erstmal hier weiter hinter. Im Gegensatz zum Kaiser hatte die Deutschland hier diesen erhöhten Deckaufbau zum Beispiel, wo auch noch Kabinen erster Klasse mit drin waren. Und auch Eingang erster Klasse. Aha. Mit dem Haupttreppenhaus im Zentrum. Hier hätten wir die private schiffseigene Druckerei. Aha, sehr schön. Damit war die Deutschland eines der ersten, soweit ich weiß. Also ich kann es nicht bestätigen, aber soweit ich weiß, ist die Deutschland eines der ersten Schiffe gewesen mit einer privaten Druckerei. Wenn wir hier weitergehen, dann kann man hier kurz mal in den Lichtschacht schauen, in den Hauptlichtschacht. Da sehen wir aber unten gleich mehr. Kommen wir zum Kinderzimmer, was auch gleichzeitig der Kinderspeisesaal war. Das ist hier auf der Deutschland, war das ein eigener Raum. Der wurde dann so schätzungsweise ab 1902, 1903, wo sie so oft in der Werft war, wurde das hier zum Wiener Café umgebaut. Wahrscheinlich, weil nicht mehr so viele Kinder an Bord waren oder weil sie ihre Politik, was die Trennung von Kindern zu ihren Eltern während der Speisezeit überdacht hatten, keine Ahnung. Die hatten sogar hier draußen dann die Fläche, also während der Fahrt wurden die Rettungsboote hier ausgeschwenkt, hier außen rum. Und dann war diese Außenfläche auch noch als Kinderspielplatz gedacht. Hm. Wer weiß, wie sicher das war. Schwenkt man extra Rettungsboote aus? Was ist das hier für ein Bild? Ja, das ist halt schwierig jetzt. Das ist eine Palme an einem Strand. Ja. Ich vermute, das Bild kam erst dazu, als das Schiff zur Victoria Luisa zum Kreuzfahrtschiff umfunktioniert worden ist. Bin mir aber nicht sicher, da ich sonst kein Foto hatte, was von dem Abschnitt der Treppe war. Oder dass das einzige Bild auf einem Foto war und ich das nicht weiß, aus welcher Zeit das Foto stammte, habe ich gedacht, brauche ich es ein. Viel Gelaber. So, ab und zu Luft holen, ne? Weil ich kenne das Problem, wenn du dann mal 2 Stunden aufnimmst, dann kippst du fast vom Stuhl, weil du keinen Sauerstoff mehr im Blut hast. Ja, so, jetzt kommen wir hier zum Gesellschaftszimmer der Deutschland. Und zu dem Gesellschaftszimmer muss man jetzt eins sagen. In jedem Prospekt der damaligen Zeit stand drin, die Deutschland hat ein Gesellschaftszimmer, ein Damensalon, ein Schreibsalon und ein Musikzimmer. So, die findet man nirgendwo anders an Bord, außer alle hier in diesem Raum. Also 4 Räume in einem. Wow. Ist ja unglaublich gemütlich bei so vielen Passagieren. Ja, man hat hier den Abteilung Gesellschaftsraum und Damensalon. Dann haben wir hier den Abteilung Schreibzimmer mit hier diesen Schreibtischen. Netter Schreibtisch. Und hier war dann das Musikzimmer quasi. Ja, das ist auch hier, also Damensalon, okay, ein paar Damen, dann kommen hier mal ein paar Leute, gut, so viele werden nicht schreiben und ein bisschen Musik, also... Dann fühlen sich die Schreiberlinge halt gestört wahrscheinlich, ne? Man konnte hier halt dann noch die Vorhänge zuziehen, um die Teile ein bisschen abzutrennen voneinander. Hm. Gehen wir nochmal einmal hier rum.
Die Deutschland war dann jetzt auch noch ein Vorreiter in dem Einrichtungsstil. Und zwar war sie komplett in einem Stil eingerichtet, den sogenannten Stil. Und die Deutschland war eines der ersten Schiffe der Hapag, die diesen Stil verwendet hat. Ich glaube sogar gerade mal das zweite Schiff. Welchen Stil? Das wurde verschluckt. Der Jugendstil. Jugendstil, okay. So heißt der. Und der wurde extra für die Hapag entwickelt, weil die Hapag bis dahin eigentlich nur immer den Einrichtungsstil des norddeutschen Lloyds imitiert hatte und man wollte jetzt was Eigenes entwickeln. So, das hier ist der Rauchsalon erster Klasse. Ja. Also hier dann so an, es hieß blau-grau gebeiztes Holzvertäfelung. Da wir jetzt leider kein Blau-Grau haben, sondern nur Grau, habe ich halt graues Holz genommen. Im Gegensatz zum Kaiser war hier halt ein schöner Platz mit hier eben mit einer Feuerstelle und der großen Kuppel oben drüber. Das machte sie dann auch nochmal ein bisschen, ja. Also das hebte sie nochmal ab von der Aufbauweise von Kaiser Wilhelm. Was sind das hier für Rüstungen? Achso, das sind zwei Statuen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was sie bedeuten. Also die haben auch eine Bedeutung gehabt, aber ich weiß leider gerade nicht mehr, was sie bedeuten. Der Hamburger Hafen. Ja, man kann es nicht wirklich erkennen. Ich habe versucht mit dem... Achso, das Bild! Achso. Ja, das hier ist ein Bild, ein großes Gemälde und das habe ich halt versucht mit Farbblöcken so ein bisschen farblich darzustellen. Ne? Mit Blau das Wasser und hier oben ein paar Gebäude und hier noch ein Bildchen im Wasser und so. Ist halt schwierig, sowas in Minecraft nur mit Blöcken darzustellen. Ja, ich dachte nur, ist das was mit der Uhr zu tun, dass die Uhr vielleicht auf Hamburger Hafenzeit tickt oder so? Nee. Okay. Ja, okay, Dirk. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich versuche gerade mir zusammenzukriegen, was ich noch alles erzählen wollte nebenher, aber das soll sich schon noch ergeben. Zur Victoria-Luise-Version, spätere Kreuzfahrt-Version, erste Klasse, da erzähle ich natürlich mehr, wenn das Schiff dann rauskommt, weil das ist jetzt die Version, an der ich als nächstes baue. Hier hätten wir mal zum Beispiel so eine Luxuskabine erster Klasse. Also... Es gab nur 4 Stück von diesen mit Wohnzimmer, wobei das Wohnzimmer und Schlafzimmer jeweils zusammen waren. Also keine Separierung wie jetzt beim Kapitän. Genau, was ich noch erzählen wollte, ist, es ist auffällig, dass die Deutschland... wir können mal kurz vergleichen hier so eine einfache erste... Nichts Besonderes eigentlich. Das wollte ich jetzt noch erzählen. Super, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Das ist die Deutschland. Ja. Genau, die Deutschland im Vergleich zu anderen Auswandererschiffen ihrer Zeit mehr erste Klasse Passagiere befördern konnte als dritte Klasse Passagiere. Hier kommen wir zum Frühstücksraum, eigentlich der Grill Room. Und ich habe mich da ein bisschen mit Robin abgesprochen und wir sind zum Schluss gekommen, dass die Deutschland wohl das erste Schiff mit einem Grill Room an Bord war. Das gleichzeitig auch als eigenständig betriebenes Restaurant galt. Also das wurde nicht von der Reederei betrieben, sondern das wurde von mit eigenen Kellnern und dergleichen betrieben. Also so ungefähr wie das à la carte Restaurant an Bord der Titanic. Okay. Nur nicht ganz so pompös und riesig. Ja. Kann man hier wieder entdecken. Weil es gab 350 Erste-Klasse-Passagierkabinen und nur 300, also Platz für 350 Erste-Klasse-Passagiere und nur Platz für 300 der dritten Klasse. Und ich glaube irgendwie so 250 zweiter Klasse. Und ich habe mich erstmal gefragt, woran könnte das liegen? Weil bei Kaiser Wilhelm der Große war es noch so, dass die dritte Klasse überwiegte. Und ich denke mal, es liegt daran, dass die Deutschland schon mit der Idee gebaut worden ist, dass man sie halt in der Winterzeit für Kreuzfahrten verwendet. Und in der Kreuzfahrtzeit fahren halt nur erste Klasse Passagiere. Und dann wären somit immer noch mehr Leute an Bord als auf anderen Schiffen. So, gehen wir mal kurz hier rein. Erste Klasse. Das hier, es gibt zwei von diesen durchgehenden Fluren. Auch hinten beim Salon, hinterm Rauchsalon sind wir ja einmal kurz durchgelaufen und meine Vermutung ist, dass das hier und der da hinten sind getarnte Dehnungsfugen. Ah. Weil die genau an den richtigen Positionen für Dehnungsfugen wären.
Okay. Die wurden dann mit solchen Gängen getarnt. So, gehen wir hier in die erste Klasse rein. Ja, hier so weitere erste Klasse Kabinen, ein bisschen anders farblich gehalten. Oh. Aber nimmt sich nicht so viel, variiert kaum. Zum vorderen Treppenhaus erster Klasse, hier kommt dann von den Offiziershäusern, kommt, also vom Offiziershaus kommt hier dann die Treppe runter, wo wir vorhin gesehen haben. Mhm. Auf dem Kaiser Wilhelm der Große wäre jetzt hier vorne der Schreib- und Lesesaal der ersten Klasse. Da haben die bei der Habak halt gedacht, ja, nehmen wir lieber mehr erste Klasse Kabinen, kriegen wir mehr erste Klasse Passagiere runter. Dann gehen wir mal ein Deck tiefer hier. Hier wird es jetzt nach vorne raus auf zum Bug gehen, zum Brunnendeck vom Bug. Da brauchen wir aber, glaube ich, jetzt nicht hingehen. Ich wollte es halt nur mal erwähnt haben. Ja, die Leute können sich das ja auch noch selber angucken. Genau. Stattdessen gehen wir mal hier weiter. Einmal durch diese schöne Tür. So, im unteren Treppenhaus, Zentraltreppenhaus. Ja. Achso, genau, ich wollte hier hinten werden. Achso, okay. Ganz zu spät abgebogen. Und hier sind die zwei anderen Luxuskabinen erster Klasse. Gehen wir mal durch eine durch. Sehr schön. Ja, ich habe die mit A, B, C und D markiert. Die A und B sind Achtern und die C und D sind hier. Sehr schön. Wahrscheinlich war das auch einer dieser Kabinen, die John Jacob Astor bestimmt genommen hat. Weil der ist auch einmal mindestens mit der Deutschland gefahren. Wobei ich glaube, es ist bei diesem einmal auch geblieben. Hm. Wenn man da die ganze Zeit durchgeschüttelt und durchvibriert wird, dann nimmt man das wahrscheinlich mehr. Mit privatem Wartezimmer. Und hier sogar nochmal mit einer anschließenden Kabine. Wo ist eine anschließende Kabine? Ja, hier ist erstmal Badezimmer, also. Badezimmer und Toilette. Und hier ist nochmal eine anschließende Luxuskabine, kleinerer Variation. Ja, ja, ne? Konnte man also quasi zusammenschließen. Auf der anderen Seite ist es dasselbe, nur spiegelverkehrt quasi. Okay, ein bisschen anderer Style. Ja, ein bisschen anderer Stil, da habe ich gedacht, variiere ich. Gab es keine Fotos leider dazu, deswegen habe ich gedacht, ich variiere da ein bisschen. Dann geht es hier hinten erstmal noch ein bisschen weiter. Alles erste Klasse Kabinen und hier ab dem Abschnitt, ab hier fängt es dann an. Hier haben wir eine Apotheke. Ja. Da kann ja Max rein. Ja, er steckt mich ständig in die Apotheke, in jede Promotion. Steckt man mich nur in die Apotheke. Ja, hier haben die obersten Chefs quasi jeder Mannschaftsbereich geschlafen. Der Chefingenieur mit der wohl größten eigenen Kabine an Bord. Hm. Ja. Hier wird es dann direkt zum Maschinenraum gehen, damit der Chefingenieur. Da gehen wir aber nachher rein. Aha, okay, so sieht das da drin aus, seht ihr? Ja, da kommen wir nachher noch gut hin. Und hier wird es dann auf die Promenade zweiter Klasse gehen, wo wir auch gleich nochmal hinkommen. Laufen wir erstmal hier nochmal rum. Da geht's auch wieder erste Klasse Kabinen hinter. Bäckerei, Backöfenraum, Lager, Küche zweiter Klasse. War so ein bisschen abgetrennt durch die Tür hier von der ersten Klasse. Und dann haben wir hier unseren erste Klasse Barbier. Ja, ja. Der durfte ja zu der Zeit auch nicht mehr fehlen, überall an Bord. Ja, das ist klar. Barbershop und so. Später kam noch der Manikürist dazu und sowas. Ja. Hat sich alles entwickelt. Ja. Ja, ansonsten kann man sich das hier mal alles genauer angucken, wenn man sich das runterlädt. Ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend abgebaut, muss man ehrlich sagen. Die Deutschen hatten das so irgendwie gerne. Dann kommen wir hier zum Speisesaal erster Klasse. Mit dem enormen Lichtschacht. Von dem es hieß in Werbebroschüren seinerzeit, dass es der schönste Lichtschacht auf See sein sollte. Der schönste Lichtschacht auf See. Ja gut, wir haben da oben Statuen drin. Wir haben aus Jahrhundert alte Saat wächst der Zukunft reife Tat. Ja, das ist auch ein Bronzeornament mit dem Schriftzug unten drunter. Ich kann leider gerade nicht mehr erklären, was da drauf alles zu sehen ist, weil es auch ein bisschen viel war. Was? Okay. Robin sei Dank, der hat mir nämlich
gesagt gehabt, dass hier rote japanische Tapete verwendet worden ist. Deswegen ist der Raum jetzt so schön rot. Der hatte da schon so einen schönen Artikel, wo das drauf stand. Nur bei dem Teppichbodenmuster stimmt auch. Nur die Farben waren mir nicht ganz schlüssig, ob das so stimmte. Ich wusste nur, es war ein heller Teppich und es waren Pflanzenornamente drauf. Da habe ich gedacht, die Pflanzen sind grün, Blüten weiß von den Pflanzen und den Teppich, da so hell war, habe ich gedacht, Sandstein, das würde ganz gut zu einem roten gehen. Ja. Wer was Besseres weiß, immer bitte gerne melden. So, hier haben wir einer von den Ersatzspeisen, also Hilfsspeiseseelen oder auch privaten Speiseseelen. Die Deutschland hat im Gegensatz zum Kaiser Wilhelm II davon. Einen hier und einen auf der anderen Seite. Dann gehen wir hier hinten einfach weiter. Da lang oder da lang? Eigentlich wollte ich. Achso, ist egal. Von da oder da lang. Hier ist halt alles, was mit Küche zu tun hat, Anrichtenraum, Ausgaberaum und den ganzen Kram. Mhm. Kommen wir hier auch gleich zur Küche erster Klasse. Ja. Diesmal nicht Bild bei Generation Game, das kann ich auch gerne alles selber machen. Gehen wir einmal hier hin. Muss man einmal durch die Toiletten gehen, um zu den Kabinen zu kommen. Also das hier ist alles Besatzungsbereich, den braucht man sich ja nicht groß angucken. Hast schon Zeit für ein Product Placement. Michel Küchen. Ja, wenn es gut werden muss. Und Linz Engines. Aber natürlich Dresch hier alles allein gemacht. Also Engines, Küchen, Dresch ist auch so allround. Ja, natürlich die haben mir natürlich gesagt, wenn ihnen was aufgefallen ist oder wenn sie was besser fanden oder... Also da gab es schon Unterstützung. Mhm. So, wir wären hier wieder auf der Promenade zweiter Klasse. Da hinten, die Doppeltüren, sind wir Eingang erster Klasse. Haben wir ja vorhin gesehen gehabt. Das hier ist alles zweite Klasse Promenade. Gehen wir einmal hier rum. Dann gibt es noch eine Räumlichkeit, die ich zeigen wollte. Deutschland war ja auch ein Reichspostdampfer. So wurde das in Deutschland genannt. Da haben wir hierfür das Postbüro mit dem Postsackschacht. Der wurde aufgemacht, da durfte dann halt keiner durch die Tür reinkommen und dann wurde hier die Krabbe genommen und Säcke runtergelassen. Hm. Und hier oben war halt die Sortierstelle, während ganz da unten nur über das Postbüro betretbar eben der Postraum war. Jo. Einem Kontantenraum, von dem ich bis heute nicht weiß, was der Kontantenraum sein soll. Ich habe da jetzt einfach mal Postsäcke reingeschmissen. Ja, also ich habe den Kontantenraum auf der Burg halt auch. Das ist alles so, da hatten wir manche Probleme gemeinsam. Also wenn die Deutschland jemals untergegangen wäre, geflutet worden, wenn hier oben das Wasser schon runter wäre. Ja, das ist relativ safe. Ja. Gut. Die hatten dann hier noch Zugang zur ersten Klasse, wenn sie wollten. Für Speisen und so und sogar eine eigene Kabine direkt am Postbüro. Also die Postleute mussten ihren Bereich gar nicht verlassen. Aber auch hier schön vibriert und so, ne? Also. Ja, also du bist richtig gut durchgeschüttelt worden. Geht an Land noch weiter, ne? Wenn man frisch so einen Presslufthammer loslässt. So, dann sind wir hier oben am Bühnen ab zweiter Klasse. Mhm. Wird dann hier jetzt auch noch einmal ein Deck hochführen zum Sonnendeck sozusagen. Das ist ja direkt hinterm Grill Room der ersten. Ja. Einfach mal um die Bereiche so ein bisschen gezeigt zu haben. Und dann geht's hier dann in die zweite Klasse rein. Dann haben wir gleich hier oben den Rauchsalon zweiter Klasse. Okay, sehr schön. Naja, wir gehen ja schon wieder raus. Ja, ne, das ist ein sehr schöner Raum und nächster Raum. Treppe zweiter Klasse musste ich mir irgendwie aus den Fingern so. Keine Fotos zu. Das hier war der Ersatzspeisesaal bzw. Kinderspeisesaal der zweiten Klasse, wenn man so wollte. Und hier ist das Gesellschaftszimmer bzw. der Damensalon zweiter Klasse gewesen. Auch noch mit so einem schönen Lichtschacht. Und halt direkten Blick auf den Speisesaal.
Wobei ich mir das irgendwie so ein bisschen ärgerlich vorgestellt habe. Steigt einem so der leckere Geruch von Essen in die Nase. Ja, gut. Muss man ja nur runtergehen, weil da gibt's was zu essen. Ja. Wegen den Vibrationen. Wir wissen ja alle, oder so, mal erfahren haben, dass im Heck natürlich die Vibrationen am allerschlimmsten sind. Und an einem Schiff, das sowieso komplett vibriert, und dann noch im Heck zu schlafen, wie die armen Stewards hier, und dann auch so zusammengepackt, das müssen die ärmsten Schweine an Bord der Deutschland gewesen sein. Ha. So. Genau. Zweite Klasse. Hier wird es jetzt noch einmal runtergehen. Da sind aber nur Kabinen. Und es gibt jetzt drei Treppenabschnitte von der zweiten Klasse, die noch runtergeht in solche Kabinenabschnitte, die durch die Schottwände voneinander getrennt sind. Wenn man hier zum Beispiel runtergeht, dann ist das nur hier dieser Flur mit links und rechts Kabinen, weil hinter den Kabinen waren nur noch die Schottwände, die die voneinander abgetrennt haben. Das war die einzige Möglichkeit, noch ein Deck tiefer zu gehen, von hier aus, über die Schotten rüber. Der Speisesaal zweiter Klasse. Auch den musste ich mir quasi aus den Fingern saugen, habe aber mir Speisesäle zweiter Klasse der Kaiserklasse angeguckt, um das so ein bisschen vergleichsmäßig zu machen. Hm. Auch hier geht eine Treppe direkt runter, mit dem Lichtschacht oben drüber, direkt runter in den Kabinenbereich zweiter Klasse, der auch zwischen zwei Schotten liegt. Ist die Treppe also der einzige Aufstieg hier raus. Gut. Wollte ich mal gesagt haben. So, hier hinten ist dann die Pantry-Bereich der zweiten Klasse. Die haben ihr Essen auch aus der Küche gekriegt, beziehungsweise von oben. Also Küche erster Klasse und von oben hatten auch hier ihren eigenen Barbier, also Barbier der Besatzung, natürlich sehr schlicht eingerichtet. Oh. Hier wird es wieder hoch in die erste Klasse gehen. Aber wir gehen jetzt hier über den Heizerspeiseraum. Dann kommen wir gleich hier zu dem Bereich. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau, wir müssen hier runter zu den Hypen. So. Die haben direkt neben den Kolbenmaschinen geschlafen. Mhm. Hier und auf der anderen Seite sieht es genau spiegelverkehrt zu diesem Raum aus. Die haben hier gegessen, geschlafen und sich die Zeit vertrieben. Also die hatten hier keine eigenen Unterhaltungsräume oder so. Hier eine kleine Werkstatt und hier geht es direkt zu den Hauptmaschinen. Also hier haben wir die Steuerbord-Hauptmaschine. Sieht man natürlich jetzt hier schlecht in ihrer ganzen Dimension, weil halt alles auch relativ kompakt ist. Genau, alles kompakt und zu. Achso, da oben. Ja, einmal kurz hier hochgegangen, um auch hier nochmal zu zeigen, hier die ganzen großen Zylinder. Da waren jetzt noch diese Zusatzzylinder, die für zusätzliche Geschwindigkeit gesorgt haben. Und dass die enormen Leistungen produzieren konnten, die Deutschland später abgegeben hat. Meiner Meinung nach hat die Deutschland deswegen extrem vibriert, weil die Maschinen zu leistungsfähig waren für den Rumpf, den sie hatte. Der Rumpf war ja für Kaiser Wilhelm der Große ausgerüstet gewesen. Und so haben sie eigentlich stärkere Maschinen in einen Rumpf reingesetzt, der dafür gar nicht ausgelegt war quasi. Guck mal kurz mal hier rein. Wow, jetzt hängt gerade alles. So. Das hier ist der Stromgeneratorenraum. Mhm. Direkt hinter den Maschinen, also vier kleine Generatoren, kleiner als auf der Titanic zum Beispiel. Haben auch genug Strom geliefert. Hier noch die Kältemaschine für den Nahrungsfrachtraum, der ein Deck oben drüber. Und da hinten die Werkstatt. Links und rechts noch die Wellentunnel, wo der zur Rudermaschine führt. Ich weiß nicht, ob du hier jetzt unbedingt die Steering Engine anguckst. Schon gut. Können die Leute auch mal selber hier ein bisschen was erforschen. Genau. Es ist immer dasselbe mit diesen Türen. Es ist einfach immer dasselbe. Ich hatte ja erst den Schalter installiert, aber dann hat einer zu mir gesagt, besser, wenn man Knöpfe nehmen würde. Ja. Das ist einfach so typisch für mich, dass ich in Promotions immer in diesen Türen hängen bleibe. Das ist jetzt seit Jahren so und die Leute kennen das auch und ist das gewöhnt. So, hier kommt man direkt zu den Kesselräumen. Hier meine Version eines wasserdichten Shots. Ja, auch schön.
Das ist ein seitliches Schiebeschott. Und hier haben wir dann den ersten Kesselraum. Im Gegensatz zum Kaiser waren mehr Kessel an Bord aus Deutschland. Jeder Kessel hatte im Gegensatz zum Kaiser 4 Flammenrohre pro Kessel, während der Kaiser nur 3 hatte. Achso, ja genau, da haben wir hier doch das, die Kohlenbahn, die Kohlentransportbahn. Müssen wir jetzt mal ein bisschen den Trash rumschieben hier. Ja, das ist auch beim Imperator übrigens mit drauf, so eine Kohletransportbahn. Und bei der Burchard habe ich es auch eingebaut, weil warum nicht, wenn die Deutschland und der Imperator die hatten, dann wohl auch die Burchard. Damit ja, hat man sich ein bisschen leichter gemacht. Kaiser Wilhelm der Große hatte das an Bord. Ja. Ich glaube nicht, dass die Briten sowas hatten, ne? Die hatten, glaube ich, nur Schubkarren, aber keine Kohlebahn. Ja, ich weiß es nicht genau. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber... Genau, richtig. Also ich habe auch noch kein britisches Schiff oder anderes Schiff außer deutsche Schiffe gesehen, die sowas Nettes hatten. Die deutschen Schiffe waren ja auch so ein bisschen bekannt für Innovationen. Die Briten haben da eher so klassisch gearbeitet. Ja. Ja, dann kommen wir erstmal durch die vier Kesselräume. Und die Deutschland war halt ein richtiger Kohle. Die hatte riesige Kohlenbunker an Bord, die haben sehr viel Platz weggenommen und die Deutschland brauchte auch ganze Kohle. Weil dadurch, dass er ein Schnelldampfer war, hatte er richtig viel Kohle verbraucht. Weswegen sie ja auch 1910 einfach nicht mehr wirtschaftlich genug war, um sie als Transatlantikliner einzusetzen. Deswegen wurde sie ja dann umgebaut in einen kohlesparenderen Kreuzfahrer. Hm. Hier kommt man direkt vom vordersten ersten Kesselraum direkt in den Frachtraum rein. Einer der Frachträume. Ja. Habe ich einfach mal vollgestellt. Ja, gut, okay. Ja. Nichts groß Besonderes. Ihr seht schon, wir gehen hier mit äußerst viel System durchs Schiff und das hat Rash auch schon Wochen geplant. Ja. Hier sind wir dann in der dritten Klasse. Ja. Eigentlich Massenschlafsäle wieder. Hm. Die hier sind ein bisschen abgetrennt. Der weiter vorne, also der hinter dieser Schottwand, wo wir jetzt aber nicht mehr hingehen. Der ist dann wieder so vollgestellter Massenschlafsaal, wie es bei der Augusta Victoria war. Ja. Übrigens, Augusta Victoria, nettes Schlagwort, kann man gerne mal vergleichen, weil Augusta Victoria war von 1889, die Deutschland von 1900, da kann man sich mal so die technische Entwicklung angucken. Ja, und danach hier das nächste große Habak-Schiff, Imperatorklasse, oder beziehungsweise Kaiserin Augusta Victoria und dann Imperatorklasse. Ja. Ja, und dann hat man so eine schöne Entwicklung der Habak und ihrer Schiffe. Ja, das war im Großen und Ganzen die Deutschland und ich werde bestimmt wieder irgendwas vergessen haben zu erzählen oder zu erklären oder zu zeigen, aber das wird sich dann im Nachhinein wieder als sehr ärgerlich rausstellen und damit hat sich das dann auch wieder gehabt, glaube ich. Ja, also falls noch irgendwelche Fragen sind, ihr könnt ja derzeit noch Fragen zu Deutschland in den Kommentaren stellen. Drash kann da auch sicherlich mit hingucken und beantworten, was er kann. Und sonst hier, wie immer, ja, also Download-Link, ich denke, ihr kennt's langsam, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist dann so eine Rubrik namens Release-Link, da kommt ihr dann, wenn ihr weiter diesen ganzen Weg da folgt, dann kommt ihr zum Download von diesem Schiff über Planet Minecraft und da könnt ihr euch das dann selber runterladen, selber angucken und ein bisschen Spaß damit haben. Ist ein sehr nettes Schiff geworden, denke ich, und ja, ich würde sagen, wir können uns verabschieden, ne? Also ja, soweit denke ich auch. Ja, ich kann mich von euch wieder verabschieden, bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.